So, einen wunderschönen guten Nachmittag, meine Freunde der Pokémon-Unterhaltung. Ja, ich habe mich hier heute mal dazu entschlossen, eine kleine Nuzlocke-Challenge zu machen. Und zwar habe ich mir dafür erstmal die blattgrüne Edition geschnappt. Ich weiß, wir haben die feuerrote Edition schon gespielt, aber ja, ich denke mir, mit der blattgrünen Edition kann man das genauso schön machen. Ja, eben weil wir die Blattgrüne noch nicht haben und die Feuerrote schon. Aber gut, sind prinzipiell dieselben Spiele, nur andere Farbe. Ist egal. Für alle Leute, die nicht wissen, was eine Nuzlocke-Challenge ist. Also, prinzipiell, man spielt das Spiel normal durch. Man gibt sich allerdings selber ein paar kleine Extra-Regeln. Und zwar darf man auf jeder Route nur das erste Pokémon fangen, das man sieht. Und wenn man das Pokémon versehentlich besiegt, dann hat man auf dieser Route halt eben kein Pokémon, dann hat man halt Pech gehabt. Und alle Pokémon, die im Kampf besiegt werden, zählen als verstorben und dürfen nicht weiter benutzt werden. Ich gebe mir da noch ein paar kleine Extra-Regeln, um das Ganze etwas aufzuheitern. Und zwar, sollte ich auf irgendeiner Route ein Pokémon zuerst sehen, das ich bereits gefangen habe, so darf ich mir ein neues Pokémon suchen, weil ich habe das mal gemacht, also meine allererste Nuzlocke habe ich mal auf einer Smaragd-Edition gemacht und hätte ich diese Regel nicht aufgestellt, so hätte mein erstes Team aus einem Hydropi und 5 Pfiffchen bestanden. Also habe ich diese Regel seitdem in allen meinen Nuzlocks mit eingebaut. Also, so viel dazu. Ich werde jetzt einfach das Spiel starten. Und das ganze Tutorial-Gedöns können wir hier mal schön überspringen. Und dann kommt hier wieder Professor Eich. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ich bin ein Junge. Wie lautet dein Name? Und da ich heute ausnahmsweise mal ein Pokémon-Projekt spiele, ohne dass ich irgendjemanden dabei habe, gebe ich mir einfach mal meinen eigenen Namen hier. Da wir noch in Gen 3 sind, schreiben wir noch alles in Caps Lock. Und gut, welchen Namen geben wir denn unserem Rivalen? Naja, der darf seinen Originalnamen haben. Das ist Green. Wo ist das R? Wo ist das R? Ah, da unten. So. Kilian. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. So, bevor wir irgendwas machen, erstmal den Trank holen. So. Dann haben wir das hier schon mal. Und ich würde sagen, wir legen dann direkt los. Bevor wir hier lang das rumgequatscht haben, wir haben ja Pokémon Feuerrot schon durchgespielt. Warte, geh nicht raus! Draußen ist es gefährlich, wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst einige Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir! Bin ja eh schon mal gespannt, was für Pokémon wir jetzt hier alle fangen dürfen. Nur mal so, die ganze Fangregel-Gedöns, das zählt ganz nebenbei erst, wenn ich Pokebälle habe. Das heißt, wenn ich die erste Route hier hochgehe, habe ich noch keine Pokebälle. Da ist noch alles offen. Opa, ich will nicht länger warten. Green, lass mich nachdenken. Ach richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Kilian, dort liegen drei Pokémon. Haha, sie befinden sich in den Pokebällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur noch drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle.
Halt, Opa, was ist mit mir? Hab ein wenig Geduld, Green. Auch du sollst eins bekommen. Ja, das letzte Mal haben wir das mit Glumanda durchgespielt. Ja. Einfach damit wir alle Pokédex-Einträge haben. Dieses Mal möchte ich das Ganze mit Shiggy spielen. Ich mag den von den drei Startern eigentlich am liebsten. Ja, ich möchte meinem Shiggy einen Spitznamen geben und damit tue ich einen guten Freund einen Gefallen. Ich weiß, dass ich meinen Turbutz aus meiner Platin-Edition schon genauso genannt habe, aber der gute Whitey ist eben einfach mal ein Shiggy. Wo ist das H? Da hinten ist das. Wo ist das T? Ist ja auch ein männliches, es ist ganz gut, dass das so kommt. Und Green schnappt sich jetzt Bisasam. So, jetzt kommt gleich mal der große Test. Schaffen wir es, den ersten Kampf zu gewinnen? Weil diese Challenge könnte genauso gut an diesem Punkt schon vorbei sein dann. Also gut, Whitey, dann regeln wir das mal. Also, wir fangen an mit einem roten Schlag. Erstmal die Verteidigung senken. Immer wichtig. Okay. Okay, wir kriegen langsam die Oberhand und im nächsten Tackle sollten wir das haben. Okay, dann haben wir den ersten Kampf zumindest schon mal gewonnen und kriegen gleich mal Level 6. Oh, die Werte sehen doch... Oh, der Angriff ist echt gut für einen Shiggy. Oha. Was unmöglich, ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Ja. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Kilian, Opa, wir sehen uns später. So. Pokémon sind nach dem Kampf ja wieder geheilt. Also wie gesagt, die Fangregel gilt erst, sobald ich meine ersten Pokébälle habe. Also, was ich jetzt begegne, das muss ich nicht unbedingt fangen, weil ich kann es ja noch gar nicht fangen. So. Alle Gratis-Artikel erstmal mitnehmen in der Nuzlocke-Challenge. Wichtiger, als man es meinen könnte. Ein Taubsi. Okay. Ui, der Volltreffer war jetzt mal sowas von nötig. Also Whitey, das mit den gezielten Volltreffern, das müssen wir noch üben. Und da haben wir noch einen Radfratz, ebenfalls Level 3. Gut. Oh, der macht einen Rutenschlag, das will mir jetzt mal gar nicht gefallen. Oh, das war gut, Whitey. Dafür kriegst du gleich mal dein Level 7. Na gut, dann rutscht die Verteidigung auch gleich hinterher. Und den Blubber kriegst du auch gleich hinterher. Jetzt muss ich dir mal schauen, wie ist das Verhältnis Angriff zu Spezialangriff bei dir jetzt nochmal genau. Und damals. 13 zu 12. Okay. Ja, das macht doch keine 5 Stärkepunkte aus. Fünf,
35 zu 30 ist ein stärkeres Verhältnis als 13 zu 12. Ich könnte ja hier mal das Wesen von meinem Shigi schauen, das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Zaghaft. Zaghaft, was war ein Zaghaft? War das ein neutrales Wesen? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall eins, das ich nicht auswendig weiß. So, dann holen wir doch mal das Paket für den Professor Eich ab. So. Dann hole ich mir noch den Trank von da hinten. Items kaufen kann ich eh noch nicht, solange ich das Paket nicht abgeliefert habe. So. Und dann haben wir den Trank auch. Und dann gehen wir mal wieder zurück und mal schauen. Ich gehe absichtlich durchs Gras, weil ich noch ein bisschen trainieren will. Tackle müsste immer noch stärker sein, aber gut, der Blubber trifft dafür ein bisschen genauer, wollte ich gerade sagen. Ja. Wir können ja trotzdem mal einen Blubber einsetzen. Ja, kommt ungefähr auf denselben Schaden. So. Kann natürlich auch daran liegen, dass die Gegner ein bisschen schwächere Spezialverteidigung haben. Also weiß ich das mit den Tackeln, das müssen wir noch mal ein bisschen üben, ne? Ich renne da jetzt mal lieber davon, weil wenn der mir zweimal die Verteidigung runtergehauen und dann einen Volltreffer macht, dann ist aus. Das will ich hier mal nicht riskieren. So. Hallo Kilian, wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst das Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon sehr lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Kilian, Green, diese beiden sind für euch. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. 5 Pokébälle, yay. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach ein Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Kenne, tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leih mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll ich sie keine geben, Kiel. Mir gibt sie schon auch eine. Ich frag sie einfach. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen.
Dann haben wir eine Karte. So. Ja. Der Beutel ist ja hier dreigeteilt. Ja. Gute alte Kanto-Map. So, dann bin ich mal gespannt, was unser erstes Teammitglied neben Whitey sein wird. Es wird entweder ein Taubsi oder ein Radfratz. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was davon mir gerade lieber ist. Aber wir kriegen einen Radfratz. Weiblich, Level 3. Den schwächen wir jetzt erstmal mit einem Blubber. Und ich würde sagen, einer geht noch. Und dann gibt's jetzt... Ja, war schon richtig hier. Den Pokéball. Oh, haben wir das auch schon. Ja, du kriegst einen Spitznamen, weil du ein weibliches Radfratz bist. Ach, ich weiß schon. Da darf... wo ist der? Da darf die gute Welli ran. So, was haben wir denn hier? Kühnes Wesen, ja, das ist super. Gleich mal was, was man nicht brauchen kann. Das ist minus Angriff plus Verteidigung, aber gut. Nicht das, was man auf einem Radfratz will, aber vielleicht rettet es einem ja mal den Arsch, wer weiß. 10% mehr Verteidigung. So, auf dieser Route darf ich keine weiteren Pokémon mehr fangen. Und hörst du auf, hier Volltreffer zu machen? Will ich jetzt nicht riskieren, wenn da noch ein Volltreffer kommt, dann war es das wieder. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal auf die benachbarten Routen und schau mal, was ich da so für Pokémon finde. Schauen wir doch mal. Ach, ich gehe jetzt erstmal auf Route 2 rauf. Ach, der will mir jetzt noch zeigen, wie man Pokémon fängt. Immer diese nett gemeinten Tutorials am Anfang. Der Leerkanal. Der Beruf eines Pokémon-Trainers. Ja, den Beruf, wenn es ihn echt auch geben würde. Würde ich jetzt meine Ausbildung abbrechen und sofort Pokémon-Trainer werden. Also, Route 2. Unser Routen-Pokémon ist ein Taubsi. Ebenfalls weiblich. Okay.
Einer geht noch. So. Auch du kriegst einen Spitznamen. Wen haben wir denn noch? Jetzt darf die Kadi mal ran. Ups.